Is there anyone speaking Spricht English? Jemand Deutsch? Englisch? Ah, Englisch? Kein, ich spreche kein Schwedisch. Nur Schwedisch. Kein Schwedisch. Englisch? 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 No? You don't? Ne? Nicht? No? Okay. He's eating. Er ist am Essen. Hey! Hey, hey! Do you speak English? Sprichst du Englisch? Excuse me, what? Is this a documentary? Yeah, something like this. Ja, sowas wie das. Asking people if, wir fragen eher Leute, ob die uns sagen können, wie es denen hier so geht, wie sie sich fühlen questions. Und ein paar Fragen beantworten. Ladies. Hi, 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 hi. Wo wird das gesendet? Auf YouTube? YouTube channel, but it's in German. A German YouTube channel. Ein YouTube-Kanal, aber es ist auf Deutsch? Ja, sprichst du Deutsch? Ein bisschen. Ah, perfekt, das ist ja super. Super, super. Das ist so ein Glück. Okay, was kann ich Sie bei dir? Ja, was ist, also hier ist ja Malmö, Rosengård. Und die Frage ist, wie geht's euch hier? Wie geht's euch? Okay. Können wir dann in Englisch? Ja, klar, du kannst es auch auf Englisch sagen. Wie ist es hier in Bezug auf was? Also wie Leute sind, oder? Zum Beispiel, also wie du dich hier fühlst. Fühlst du dich sicher? Bist du willkommen geheißen? Hast du genug Geld? Gehst du arbeiten? Wo kommst du her? That's all something like that. What would be interesting? Ich bin geboren und aufgewachsen in Rosenborg, also hier in diesem Ort. Ich fühle mich sehr sicher und dieser Ort ist ein Zuhause für viele Leute. Außerdem Zlata Ibrahimovic ist geboren direkt diese Straße runter. Wer ist Zlata Ibrahimovic? Er ist ein Fußballspieler. Ah, okay, Fußball. Mhm. Ich bin aufgewachsen und wollte sein wie er. Diesen Traum habe ich nicht verwirklicht. Ich gehe zur Universität und studiere. Und dieser Ort ist wie zu Hause für mich. Was studierst du? Sozialarbeit. Sozialarbeit, also Sozialwissenschaft. Und deine Eltern kamen hierher? Ja, sie kamen hierher. In 1991, denke ich. Lange Zeit her. Und sie sind hier aufgewachsen. Also sie sagen, dass dieser Ort hier ist wie eine Vorstadt. Und diese Vorstadt ist wie ein Ort, wo verschiedene Kulturen sich treffen. Mit vielen verschiedenen Essen, Kulturen und Sprachen. Ich denke, wenn man herumgeht, dann stellt man fest, dass hier ungefähr 99% der Leute entweder arabisch sind oder afrikanisch, oder? Afrikanische Leute, Leute aus Albanien, von Somalia. Ich denke, in Malmö repräsentieren die Leute alle Länder dieser Welt. Es gibt nur zwei Länder, die man hier nicht vorfinden kann. Also es ist multikulturell. 191 Länder müssen hier vertreten sein. Also zumindest die, die offiziell akzeptiert sind. Also es sind nicht nur Somalier hier und Araber, sondern auch viele Albanier, Philippinen und so weiter. Und was denkst du darüber, dass vorher in Schweden es so war, dass man nicht mal mehr seine Haustür zusperrte, weil sowieso nichts gestohlen wurde? Und jetzt hat Schweden die höchste Kriminalitätsrate von ganz Europa. Und die höchste Rate nicht nur von Schusswaffen, Morden, sondern auch von Vergewaltigungen. Also hier wird pro Tag ungefähr eine Person erschossen, wo in Deutschland sind es mehr Messermorde und hier sind es mehr Schusswaffenopfer. Und ungefähr eine von 500 Frauen wird vergewaltigt. Also was denkst du, wo kommt das her? Das ist eine sehr gute Frage. Ich kann das nicht bestätigen, weil ich erst auf die Studien gucken muss. Die Sache ist, dass viele Leute in Schweden erschossen werden und Bandenkriminalität ist eskaliert. Also vorher waren es Messermorde und jetzt ist das... Und jetzt hat sich das entwickelt zu Schusswaffenexzessen
und zu Leuten, die sterben. Und wenn es um Vergewaltigung geht, dann ist meiner Meinung nach der Grund der Verlust der Community, also der Gruppe, der Gemeinschaft. Also Leute reden nicht miteinander, die haben ein Bild. Die Leute reden nicht miteinander, also die haben nur ein Bild voneinander. Und dann schreiben die Medien, das ist eine Gang und das ist eine Gang. Also ich denke, der Hauptgrund sind politische Sachen und die Medien. Also wie die über diese Orte hier schreiben. Was war die Frage nochmal? Also würdest du nicht sagen, es hat etwas zu tun mit diesen Orten? Also natürlich hat es das. In diesen Vorstädten gibt es höhere Raten von Kindern, die von Alleinerziehenden erzogen werden. Die leben in einem Haushalt, wo viele Leute in einem Haushalt sind. Und dann gibt es ja auch viele Kinder, die gucken nach den falschen Leuten. Also hier fehlt vielen Leuten sowas wie ein stabiler Job. Und diese Instabilität führt zu mehr Gangkriminalität. Ich bemerke, ich höre gerade einem künftigen Sozialarbeiter zu. What do you think? Why are here? Why is this? Was denkst du, warum gibt es diese Abspaltung? So how come that here are more like Arabic also, was denkst du, wo kommt es her, dass hier mehr arabische und afrikanische Leute sind und an anderen Stellen sind mehr original schwedische Leute? Das ist eine sehr gute Frage. Das ist eine Frage für die Politiker, aber sie haben diesen Ort hier gemacht. Die nennen das Millionenprogramm. Also das bedeutet, die machen günstige Apartments. Also wenn du dich umsiehst, gibt es hier ganz viele Apartments. Also Apartments für einen günstigen Preis. Und die einzigen Leute, die hinkommen, das sind halt die mit wenig Geld. Und das macht diese Separierung. Weil Leute mit viel Geld und einem stabilen Job, die können zu diesen guten Plätzen wechseln, in Schweden oder Malmö. Und die, die halt nicht viel Geld haben, die ziehen in diese Vorstädte. Also Leute sind hier, weil sie nicht viel Geld haben. Also ich würde auch sagen, dass die Medien dann einen großen Anteil daran haben, weil sie sagen, dieser Bezirk hier sei ein Problembezirk, also ein Bezirk mit hoher Kriminalität und wo Gangs sind. Und das führt dazu, dass hier Leute sich nicht hinzuziehen trauen. Also es geht nur um finanzielle Sachen. Also es geht nicht darum, dass arabische Leute lieber mit arabischen Leuten zusammen sein wollen und afrikanische Leute lieber mit afrikanischen Leuten. Oder weiße Leute lieber mit weißen. Also es geht nicht darum, dass sie die nicht mögen, sondern es geht darum, dass man sich vielleicht ruhiger oder besser verstanden fühlt, wenn man sich unter den gleichen Leuten aufhält. Ich denke, jeder fühlt sich sicherer mit den eigenen Leuten. Also wenn du zum Beispiel ein Somalier bist, dann möchtest du nahe zu den Leuten sein, die auch Somalier sind, weil du was gemeinsam hast, ne? Also Schweden wollen mit anderen Schweden zusammenleben, weil die was gemeinsam haben. Also ich glaube nicht, dass das ein Problem ist, sondern ich glaube eher, das Problem ist, die bringen Somalier an diesen Ort und arabische Leute an einen anderen Ort und Schweden wiederum an einen anderen Ort. Wer bringt die dahin? Politiker. Tun sie? Ja, also Orte wie dieser wirken wie ein Ort der Kriminalität. Und das ist, warum die Leute hier wegziehen. Also Leute, die schwedischstämmig sind, die ziehen von diesem Ort hier weg. Okay, also ich mag das hier nicht. Ich möchte hier nicht leben. Ich fühle mich hier nicht sicher. Und die Leute, die hier leben, die haben nicht viel Geld, um hier wegzuziehen. Und das ist sowas wie ein Problem. Ich denke, das ist ein Problem, ja. Fühlst du dich schwedisch oder? Also wo genau kamst du eigentlich her? Deine Eltern kommen von Somalia, oder? Somalia, genau. Wie fühlst du dich? Als Somalier, als Schwede oder beides? Oder nichts von beidem? Ich habe mich immer gefühlt wie ein Somalier. Also,
Ich habe mich immer so gefühlt, als wäre ich in Schweden geboren, aber meine Wurzeln sind in Somalia. Also ich fühle mich so, als wäre ich beides, somalisch und schwedisch. Die Schweden würden sagen, schwedisch-somalisch. Also man sagt nicht nur somalisch oder schwedisch, sondern man sagt schwedisch-somalisch. Warst du in Somalia einmal? Ich war mal in Somalia, das war für mich sehr spannend. Also da zu sein, wo meine Eltern herkommen, die Geschichte, das ist, wer ich wirklich bin. Also ich muss die Geschichte davon lernen. Und könntest du dir vorstellen, einmal dort zu wohnen? Könnte ich tatsächlich, warum nicht? Aber ich denke nicht, dass das einer meiner Pläne ist. Ich möchte den Leuten helfen, die in meiner Situation in Schweden sind. Also ich möchte in Schweden leben. Und bist du politisch engagiert? Ich bin nicht politisch engagiert, aber ich bin politisch informiert. Also ich rede viel, also ich lese viele Nachrichten. In Deutschland ist es manchmal ein bisschen peinlich, wenn man fragt, wen man wählen würde, aber vielleicht kann ich ja fragen und du entscheidest, ob du antworten möchtest. Ich antworte lieber nicht. Es gibt einen Philosophen von Deutschland, sein Name ist Emil Durkheim. Er redet viel über die Strukturen, die Regionen und die Länder. Und was ich von ihm gelernt habe, ist, dass wenn man sich Schweden anguckt, also die Strukturen, ich denke, um die Kriminalität und die Vergewaltigung in Schweden zu verändern, muss man die Struktur verändern. Also in der Region, im Land. Also man sollte die Arabischen da wegnehmen, wo die Arabischen sind, und die Somalischen da wegnehmen, wo die Somalischen sind, sondern man sollte die verbinden mit den Schwedischen, damit die auf eine andere Weise sich integrieren können. Also nicht wie jetzt gerade, wenn man viele somalische Leute auf einen Platz bringt und viele schwedische Leute auf einen anderen Platz, die werden nur Nachrichten lesen über sich gegenseitig. Aber ist das respektvoll gegenüber den Schweden, die schwedisch bleiben wollen und nicht zum Beispiel arabisch, wenn die nicht sich integrieren wollen zum Beispiel? Ja, weil was du gesagt hast ist, die Schweden sollen sich integrieren mit den Migranten und nicht die Migranten sollen integrieren mit den Schweden. Ja, ich denke, es sollte auf beide Weise gehen. Ist das fair zu den Leuten, die andere Leute in ihr Land gelassen haben, die gesagt haben, du kannst hierher kommen, du kannst hier bleiben, du bist wie unsere eigenen, weißt du, du bekommst Geld, du kommst in unser Sozialsystem und kannst unsere Infrastruktur benutzen und dann sind die hier und ihre Kinder sagen, du hast dich in unsere Kultur zu integrieren. Ist das fair? Wie zum Beispiel integrieren in die schwedische Kultur. Aber wenn du sagst, die Schweden sollen sich integrieren in die somalische Kultur, weil meine Eltern kamen aus Somalia und ich bin hier jetzt und ich bin schwedisch und jetzt sollst du dich integrieren in die somalische Kultur. Nee, das denke ich nicht, das ist falsch. Nee, was ich denke ist, die sollten Leute aus dem anderen Land integrieren in die schwedische. Ja, genau. Aber ich denke auch, die Schweden sollten sie akzeptieren und sich integrieren lassen auf eine einfachere Weise. Ja, also nicht zu sagen, du kannst dich integrieren, aber du kannst das auf eine Distanz machen. Also du kannst in den Vorstädten leben. Also ich denke, die sollten die zu sich nehmen und sie akzeptieren. Ja, also zumindest, wenn die entschieden haben, viele Leute reinzulassen. Und dann dachten sie, es gibt keine anderen Konsequenzen. Und jetzt denken sie, nee, ich will aber nicht zu nah sein, weil das nicht meine Kultur ist. Also sie haben jetzt die realistische Sichtweise auf Migration. Und dann sagen manche Leute, nee, da will ich aber nichts mit zu tun haben. Also es ist heuchlerisch, oder? Also viele Migranten zu haben und dann zu sagen, oh, das sind ja gar keine Schweden, die verhalten sich nicht wie Schweden, die sprechen nicht wie Schweden.
now I ignore them. Also jetzt ignoriere ich sie. That's hypocrite. Ja, das ist heuchlerisch. Außerdem denke ich, da gibt es einen Unterschied zwischen Flüchtlingen und Flüchtlingen. Also zum Beispiel Ukrainer nehmen sie auf und nehmen sie auf eine andere Weise und akzeptieren sie auf eine andere Weise, als sie das zum Beispiel mit Leuten aus Somalia machen oder Leuten aus dem Mittleren Osten. Also als Ukrainer nach Schweden kamen, konnten sie den Bus nutzen und Züge und so weiter. Also gratis. Aber wenn Leute aus Afghanistan oder aus anderen Ländern kommen, dann akzeptieren sie nicht so. Aber über wie viele Ländergrenzen soll jemand kommen und dann dieselben Rechte haben wie ein Schwede? Weißt du, was ich meine? Kein anderes Land der Welt würde das mitmachen. Also das, diese Sachen, das macht nur Europa. Das ist wirklich nicht logisch, wirklich nicht. Ich meine, du kannst dein Geld teilen, du kannst deine Infrastruktur teilen, also du kannst alles teilen und nachher bist du nicht mehr da, oder? Nee, das ist falsch. Das ist nicht der Weg, den man einschlagen sollte. Aber ich denke, das ist eine Frage für die Politik und auch für die Medien, wie die diese Leute projizieren. Also wie die behandeln, wie sie darüber reden und auch die Politiker, also wie die darüber Emotionen äußern oder darüber reden oder ihnen helfen, sich zu integrieren. Weil ich denke, es gibt viel Demokratie in diesem Land und ich denke, wir alle als Kollektiv müssen zusammenkommen und einen Unterschied machen. Zusammen. But we don't do it. Aber wir tun es nicht. Jetzt nicht. Thank you very much. Vielen Dank. You have a nice time. Danke. Nice time. Dir eine schöne Zeit. Good luck. Good luck. Ja, ja. Bye bye. Ja.